Ich schließe mit der Geschichte von Helen Keller ab. Helen Keller wurde im zweiten Lebensjahr taub und blind. Durch eine Hirnhautentzündung hat das Kind, ja, ist taub geworden und blind. Und darauf hat sie auch aufgehört mit der Zeit zu sprechen, hat nicht mehr laut, nicht mehr gesprochen, nur noch Laute von sich gegeben. Und dann war später, kam eine Lehrerin in ihr Leben, und diese Lehrerin hat sich ihrer angenommen. Sie war so frustriert, sie hat nur noch geschrien, nur noch gebrüllt. Aber diese Anne Sullivan, die hat das Kind, ja, in Obhut genommen und das Kind berührt, das Kind gelehrt, durch Berühren, ja, die Dinge zu beschreiben, einen Namen zu geben, hat das Fingeralphabet entwickelt. Und dann später, ja, der Helen Keller hat mehr und mehr gelernt, hat lesen gelernt, hat schreiben gelernt, und so viel Geduld war nötig von der Frau Oliver Anne Silvan, diese kleine Helen so zu dressieren, so, ja, so beizubringen, dass sie die Taubstummensprache und die Blindenschrift, beides musste das Kind lernen. Und sie wurde später, ja, eine Frau, die dann sogar das Sprechen von der Kehlkopf der Anne hier abgelesen hat. Weißt du, man kann alles machen, selbst wenn man behindert ist, total blöd ist, total unfähig ist, man kann etwas machen. Und Helen Keller besuchte später ein College und hat sogar mehrere Sprachen gelernt, Französisch und Deutsch noch dazu, verstehst du? Obwohl sie taub und blind war und unfähig war. Am 28. Juni 1904 hat sie sogar ihren Bachelor of Arts gemacht. Und ja, später erhielt sie sogar noch die Ehrendoktorwürde der Harvard-Universität. Helen Keller hielt Vorträge. Sie setzte die Rechte, sie setzte sich für die Unterdrückten ein, für die Schwarzen insbesondere, hat sogar Clinch mit der Familie bekommen. Sie wäre eine Kommunistin, eine Atheistin und was weiß ich. Aber sie hat sich eingesetzt für die Schwachen. Du siehst, was aus einem Menschen werden kann, was nichts ist. Was nichts werden kann. Weißt du, wie wir würden abschreiben? Doof. Aber sie schrieb mehrere Bücher. Geschwister, Gott hat uns alles gegeben. Und ihr Optimismus hat sich am Leben gehalten. Und Optimismus ist mehr wert als Geld und Gut. Optimismus. Die Frage ist, hast du Optimismus heute? Bist du ein Optimist oder bist du nur ein Pessimist? Optimismus ist uns angeboren von Gott aus. Und die Bibel nennt es als Hoffnung. Kurz vor dem Ende ihres Lebens sagte Helen Keller, ich bin blind, aber ich sehe. Ich bin taub, aber ich höre. Ja, sie hat das Leben lieben gelernt, das Leben angenommen. Und Geschwister, auch wir müssen, und ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, unser Handicap annehmen. Ja, unsere Möglichkeiten. Wenn deine Augen nicht funktionieren, wenn deine Stimme nicht mehr, deine Ohren nicht mehr funktionieren, aber deine Sinne funktionieren noch. Du hast ja 5 Sinne von Gott bekommen. Gebrauche deine Sinne, egal was. Ich kann andere Geschichten erzählen. Dein Wille baut deine Welt und deine Faulheit zerstört sie. Beides ist möglich. Paulus schreibt an Timotheus hier, Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist, auch geistlich. Du kannst ein Teufel werden oder du kannst ein Heiliger werden. Beides ist in dir drin. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns ausgerüstet hast mit allem, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen, steckt in uns. Hilf uns, dass wir diese Gaben in uns erwecken und dass wir sie richtig einsetzen und in unserem Leben richtig gebrauchen und auch richtig fördern. Herr Jesus, ich bitte dich ganz besonders für meine Hörer hier, die jetzt diese Botschaft hören. Hilf, dass sie sich selber helfen, dann wirst du auch ihnen helfen. Hilf ihnen, dass sie die Vision erfassen, die Vision begreifen für ihr persönliches Leben und dass sie diese Vision mit Leben ausfüllen und verwirkliche. Ich preise deine Güte, Vater im Himmel, und die Gnade, die du mit uns Menschen hast. Du bist unser guter Vater. Dein Name werde geheiligt. Halleluja. Amen.